Möchte wissen, wer das ist, der da kniet, dem Schild und der Lanze, ist Abraham. Als er aus seinem Krieg zurückkehrte und er dankte, der steht, das ist für viele noch ein Rätsel, das ist der König Melchisedech. Interessant ist, er feiert da Messopfer. Er nahm Brot und Wein. Melchisedech war ein König und zugleich hoher Priester und er war ein Engel, gleich wie Raphael beim Tobias sichtbar. Er hat sehr vieles vorausgearbeitet für später. Die Taufstelle von Johannes, alles hat er schon vorher gerichtet. Man fand von ihm kein Anfang und man fand auch kein Ende von ihm. Er war einfach da. Und das ist interessant im Alten Bund, wo man Stiere oder Böcke, Tiere auf den Altar gelegt hat. Hier, Melchisedech hat das nicht gemacht, er hat Brot und Wein genommen. Weil als Engel wusste er mehr als... Und wir müssen das einfach als im Bilde zeigen, dass der Mensch versteht, was es ist. Wie soll ein Kind verstehen, was der Heiland für uns am Kreuz getan hat, wenn wir es nicht bildlich darstellen? Dass man ja auch jedem Kind, das noch nicht lesen kann, ein Bilderbuch gibt, damit es anhand von den Bildern versteht und lernt. Mama viel mehr, als was geschrieben steht. Für alle Sinne soll man geben. Die Live-Streams, ja gut, das haben wir ja auch. Aber wollt ihr nicht lieber den wahrhaften Leib Jesu empfangen? Wie sagte Jesus? Das ist mein Leib und das ist mein Blut. Wer mein Fleisch isst, nicht meine Oblate, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, in dem bin ich mit dem Vater. Der bleibt in mir und ich in ihm. Ich schaue mir die live-strömenden Kirchen an bei mir. Wenn jemand da, ich weiß nicht, da wird einfach da im gleichen Ton gesungen, dann da kommen die Wandlungsworte genau gleich gesungen, das ist mein Leib und das ist mein Blut und das ist, ja, um Gottes Willen. Dann müssen wir, mein Gott, das ist wahrhaft der Leib Christi. Den ich arme Mensch jetzt in Händen halte. Oder wie Bergoglio. Er soll es mal auswendig wissen. Die Wandlungsworte spricht er so. Dann geht er hoch. Schaut es nicht mal an, was jetzt da passiert ist. Ich sehne mich nach der neuen Erneuerung, denn es wird nicht viele glauben, es wird wieder das passieren, wie es war, die Tridentinische Messe wird wieder kommen. Oh nein! Auch die ist schon verformt. Die war ganz anders bei Petrus, Jakobus und den Aposteln. Und so ähnlich wird es wieder werden. Wir können nicht geben, was wir da oben glauben oder denken. Das ist immer menschlich. Da sehe ich dann, wenn so Theologen da reden, so kompliziert. Jedes Kind muss verstehen, was der hochgelehrte Professor sagt.
Und dann schaut doch einmal, ob sie glauben, dass sie verwandeln. Schaut doch mal, ob ihr merkt, dass der Priester weiß, jetzt habe ich den Allmächtigen hätte man gesagt, furchtbaren, meine seine Größe, Gott in den Händen. So furchtbar groß ist auch seine Liebe. Normal, wenn wir das haben, ich meine, müsste unser Herz eigentlich zerspringen. Und es gibt manchmal Momente, wo ich ihm sage, hör auf, ich schaff's nicht. Dann vergisst, dass ich 5 Beipass habe. Was will denn Gott von uns? Ja, in der Amtsgebühr heißt es 10 Gebote halten. Ich sage, das sind nur 10 Wegweiser. Wenn wir nicht auf den Wegweiser hören, dann können wir dann daneben gehen und vielleicht abstürzen. Aber wir haben, also gut, wir haben 10 Gebote, aber es gibt noch ein Hauptgebot. Und da höre ich eigentlich nichts mehr in der Kirche. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Aus deinem ganzen Herzen, ganzen. Aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Gemüte und mit all deinen Kräften, das ist das erste Gebot, das hat Gott gesprochen auf dem Sinai. Und der Heiland hat es wiederholt im Neuen Testament. Dann kommt, es gibt noch ein zweites im Hauptgebot, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Jetzt sagen viele Theologen, wenn du den Nächsten liebst, das machst du aus Liebe zu Gott. Nein, dann müsste es nicht erstes und zweites heißen. Und an erster Stelle ist, Gott zu lieben. Ich bringe noch einmal dieses Beispiel. Denn es gibt immer wieder neue im YouTube. Und die tun mich schon, wie sagt man denn? Die tun mich prüfen, wenn sie eine oder zwei Predigten von mir gehört haben, von meinen 1000 Predigten. Früher hat man einfach so gemacht, hat man noch geredet von erstes und zweites. Und dann hat man plötzlich umgekehrt. Jetzt hat man nur noch die Nächstenliebe als Nummer 1 gemacht und die Gottesliebe als Nummer 2 und heute hört man sie überhaupt nicht mehr. Nur wenn ich etwas mal sage über das Hauptgebot, die Gottesliebe, dann kommt dieser Bergoglio und bringt sofort auch etwas von dem. Seht ihr? Das entweder ist er mit Gott oder mit dem Satan. Denn nur die beiden wissen es, was ich jetzt predige. Denn auch meine Bischöfe und Priester, wenn ich eine Predigt im Thema habe, interessanterweise, wenn sie zurückkommen, sagen, es ist interessant, wir haben genau das gleiche, vom gleichen Thema geredet. Entweder von oben oder von unten. Aber sicher nicht beim Bergoglio von oben.